wir befinden uns, glaube ich, in der dritten Ebene der Fauna und da ist wieder eine Truhe in der Mitte und das ist Finsternis, glaube ich, ne? Ja, das Ding sieht auch irgendwie neu aus, glaube ich. Das habe ich noch nicht bekämpft und ja, Beat hat natürlich automatisch schon alles analysiert und ja, wir müssen uns jetzt um das Tier kümmern. Da bräuchte ich Finsternis, da bräuchte ich. Jetzt mal, du setzt ein Spezifik ein, weil wenn Repeat Items einsetzt, dann sind die noch wirkungsvoller. Höllenpein ist eigentlich egal, was, ne? Dann machen wir den hier und öffnen mal diese Truhe. Gucken, was da drin ist. Kumpanmaske. Okay, das ist wahrscheinlich. Ah, falscher Knopf. Ich wollte eigentlich jetzt hier Dingens machen. Oh, magisches Auge, cool. Brauche ich aber nicht, weil ich Repeat habe. Kann alles analysieren. So, eine Ausgang, der war, glaube ich, hier ein runter und dann da links. Können wir uns die Kumpanmaske jetzt gleich noch mal anschauen. Es ging erstaunlich wenig Viecher kämpfen, die irgendwie nur gegen Magie anfällig sind. Was ich gut finde. So, ich habe übrigens auch von jedem Charakter mal Geist und Vitalität entfernt. Also jeder Charakter hat jetzt die AP und TP, die alle gerade sind, sind alles deren natürliche KP und TP, ohne dass ich die nochmal hochgebaut habe mit Vitalität und so. Einfach nur um Punkte in irgendwas anderes zu investieren und eine bessere Übersicht zu haben, wie viel HP ich noch brauche für die, wie sie am Maximum erreichen. Die meisten Charaktere haben schon 999 TP und ja, das ist am Maximum. Und so ein paar Charaktere gehen schon auf die Maximal-KP auch noch los. Was gut ist. Ich glaube, Yuri und Carol sind, glaube ich, die, die am nächsten sind. Bei 80 Level haben wir ja noch eine Menge Raum an KP. Deswegen habe ich auch bei den meisten schon Mentalbonus und so weiter alles rausgenommen. Damit die halt ja nicht ordentlich Platz verschwenden. Ja, wir bekommen ja immer mehr Fähigkeitspunkte, also das ist jetzt auch nicht mehr so das Problem, glaube ich. Aber der Übersicht halt, ne? Guck mal, ich verliere keine TP mehr. Keine. So, hier ist der Ausgang, perfekt. Ich nehme an, das liegt an dem Ding, ne? Alpha und Symbol. Tun wir mal entfernen. Dann gucken wir mal. Ja, ich glaube, das liegt daran. Wäre ja echt nett, wenn ihr mir mal sagen könntet, was das wäre. Also das Spiel. Ich meine jetzt nicht euch, ich meine das Spiel. Dass mir irgendwie mal so einen Tipp geben könnte, was das sein könnte. Aber ich habe es ja jetzt herausgefunden, ne? So. Wenn eine Sekunde ausgerüstet, habe direkt schon TP regeneriert. Na, schon wieder. Also das ist ein bisschen krass. Ich glaube, TP, KP, da ja, 1000. Ich glaube, jetzt mal, wenn ich einen Gegner erledige, bekomme ich 1000 AP dazu oder so. So, 70.000 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Yuri ist immer nur ein Level höher wegen dem Kolosseum. Ja, das war Ebene 2. Gut. Wo ist das Ding, was ich bekommen habe? Kumpanmaske. Für einen Kumpan eines Helden. Es wäre allerdings toll, irgendwas selbst der Held zu sein. Ja. Gut, Fauna E3. Ich schalte euch dann wieder rein, wenn ich eine Truhe und so gefunden habe oder irgendwas anderes Bedeutendes. Hier ist ein Speicherpunkt, Gott sei Dank. Also ja, bis gleich, ich sehe euch dann. Und da war schon die nächste Truhe, schon wieder Fenster. Warum nicht? Zum Glück habe ich noch mit Rita hier Dings ausgerüstet. Höllenpein. Wundermaske, schon wieder eine Maske. Das wollte ich letztens einsetzen, habe ich nicht hingekriegt. So, Ebene ist noch relativ einfach bisher. Also können wir ruhig noch ein bisschen weitermachen. Oh, alle brauchen Spezifik.
Tränke des Lebens braucht ich noch keinen einsetzen, obwohl einmal Raven irgendwie fragt ist. Der nimmt manchmal irgendwie voll viel Schaden. Ich bekomme das nicht mit. So, das Gebiet ist jetzt auch nicht so schwer. Also nicht, das ist irgendwie wie so ein U. Mehr oder weniger. Muss ich mich bewegen? Ich muss erst nach unten, dann rechts, dann nach oben, dann nochmal nach links. Oh Gott, hab das. Ja, der hatte volle AP und dann irgendwie kam die einmal um die Ecke. Haben den Eis abgezogen. Komm schon, Mann. Warte mal. Ja, war der Kontakt. Aber der funktioniert aber auch. Warum nehmen wir dann noch? Ach so, weil die gegen Wasser nicht anfällig sind, ne? Oder doch? Ja. Zum Glück habe ich mit Repeat auch. Zum Glück zählt das hier irgendwie als magischer Angriff, also mache ich so oder so Schaden. So, rechts, jetzt komme ich nach oben. Es müsste hier gleich noch eine Truhe kommen. Ob da jetzt wieder was Wichtiges ist, weiß ich natürlich nicht, aber kann ja mal gucken. Ich schon mal hier die Aufnahme an ab, ne? Dann will ich mir gleich die Maske mal angucken, die ich bekommen habe. Jetzt sind die Gegner ja noch nicht so unglaublich stark. Meine Gegner sind eigentlich auch nicht das Problem hier, ne? Die Bosse sind eigentlich auch nicht das Problem. So, hier ist schon mal keine Truhe. Schade. Ah. Ja, wollte ich sagen, Meteorensturm. Ich meine, ich Schatztruhe einkassieren, mache ich mal, ne? Gehen die Spezifik aus und ich kann die auch nicht kaufen, ich muss die herstellen. Dafür geben wir jawohl. Vergeben wir auch die Objekte irgendwann aus. Obwohl, ich habe mit Repeat so ein Skill, wo der irgendwie Items auf andere einsetzen kann. Auf alle einsetzen kann. Also hat der ein Apfelgummi auf alle einsetzen kann, nur halt mit halber Wirkung. Sollte ich vielleicht auch mal einsetzen, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind nicht so wertvoll wie die Spezifik. Das war voll gut, Raven. Ihr seht des Feuers, der nichts getroffen hat. Na, sehr gut. Okay, mach noch mal Flugwelle, das war voll gut. Und der trifft immer alle. Kann ich mir sicher gehen. Komm, 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 steh auf. Er ist aufgestanden, ich habe ihn getötet direkt. Jetzt müsste ja noch eine Truhe irgendwo kommen, glaube ich. Ganz oben rechts, ja. Also ein Thronraum. War aber nichts anderes mehr da, schade. Egal. Haben wir diese Ebene auch so gut wie geschafft. Ich glaube, jetzt nur einmal nach links, dann ist schon direkt der Ausgang. Ich hätte gedacht, ich würde mich viel öfter verirren, aber anscheinend nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel noch kommt. Jetzt ist sie was, wie viel zählt? Vierte, also nicht Ebene. Also ist die vierte Ebene, aber so allgemein ihr Fauna. Die heißen alle anders irgendwie, die Gebiete. Da gibt man hier noch Mischgummi. Brauche ich nicht. Also ein Mischgummi auf alle oder ein Wundergummi, das wird auch krass. Aber nur halt, wenn Repeat die wirft, ne? Und Repeat hat dann auch noch die Fähigkeit, dass seine Objekte stärker werden, wenn er die einsetzt, ne? Funktioniert denn das? Kommen die dann immer noch normale Wirkung? Also wenn er jetzt ein Apfelgummi auf alle einsetzt, müsste er an 15% auf alle heilen, ne? Ja, wenn er seine Objekte verstärkt, wird's halt dann trotzdem 30% wieder heilen. Also nicht. Setz mal ein Spezifik ein, weil die TP gehen ein bisschen zu Neige. Dann haben wir auch schon mal erledigt. Hallo, Freck. Ich will raus. Ach, kommt noch mehr. Rock. Sehr gut. Und haben wir wieder eine Ebene geschafft. Cool, ne?
Vorne eine, jetzt sind wir Ebene 4. Oh. Ja, und ich habe eine Maske schon wieder bekommen, ne? Wundermaske. Perfekt zum Verkleiden. Sie macht dich aber nicht zu einem echten Detektiv. Okay, ich nehme an, da schon wieder eine Anspielung an irgendwas, weil ich nicht verstehe. Gut. Ein Schatz bekommen ist da auch was, ne? Also, sehe euch dann, wenn ich wieder den nächsten finde. Bis gleich. Und da haben wir schon wieder eine finstere Truhe, die schnappen wir uns. Ich habe schon mal für Rita Dings ausgerüstet. Negativtor. Und boom. Machen wir auf. Zehner. Elite-Maske. Warum kriege ich jetzt hier noch Masken? So, weiß nicht, Springflut. Die anderen Dinge auch aufgehen. Steuer übrigens hier die ganze Zeit Rita, damit das hier schneller geht. Ja, auch nicht den ganzen Tag Zeit. Mein Gegner ist jetzt aber Verständung. So, ich habe ein Screenshot gemacht von der Karte. Und ja, das dauert ein bisschen, bis ich jetzt wieder da. Ich muss mehr oder weniger einen halben Weg wieder zurücklaufen. Also, ja, sehe ich euch dann gleich. Und da ist schon die nächste Truhe, die schnappen wir uns. Boom. Wieder finster, mach ich kalt. Nimm das Truhe. Ah. Du bist besser als ich, nur weil du stationär bist. So, Daxian-Klaue. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, welcher ja leicht sehen. Wir sind auch halbwegs kurz vorm Ausgang. Würde ich sagen, wir gehen zusammen zum Ausgang und gucken uns mal Klamotten an. Die letzte Maske haben wir ja auch noch nicht angeschaut, ne? Diese Ebene, ich glaube, das ist die fünfte Ebene, ne? War ganz schön einfach. Die Karte war mehr oder weniger irgendwie zwei Wege. In einem war irgendwie der Ausgang so drei Räume entfernt und beim anderen irgendwie so sechs. Also ja, war ein bisschen offensichtlich, welchen Weg ich nehmen musste, um nicht irgendwie eine Ebene zu skippen. Also hoffe ich jedenfalls. Ich bin noch auf diese Ebene. Ich glaube, ich nehme an, immer das, was am weitesten entfernt ist, bringt mich zur direkt nächsten Ebene und lässt mich nicht irgendwie eine überspringen, ne? Oder zwei. Aber bis jetzt ist das immer so gewesen. Außer die trickst du mich jetzt aus oder so. Ah, hier ist direkt der Ausgang, perfekt. So, jetzt haben wir ganz schnell hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube nichts. Schaden irgendwie machen oder doch? Ich dachte, die werden resistent gegen Wasser, weil das Krabben sind halt, also halbwegs Krabben. Ich weiß nicht, ob man das 100% als Krabben hier bezeichnen könnte, ja, die Viecher. Auf weg. Oh, das gibt's jetzt nicht. Klatsch. Sehr gut. Gut, das war einfach. Und ja, das war das Richtige. Gut, dann gucken wir uns die beiden neuen Sachen an. Oh, da ist ein Bogen. Ich wünschte, das hätte ich früher gewusst. Hätte ich schon ein paar Dinger hier sammeln können. Heiner Pfeil stellt KP wieder her, wenn du einen Gegner mit einem Pfeil triffst. Oh, shit. Oh. Das ist nicht schlecht. Her damit. Das ist aber nicht wechseln wir aus, weil du bist jetzt nicht mehr so stark. Und da wollen wir nicht. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz hier das Dingen für, weil ich gerade bekommen habe. Ich glaube, Heldenmaske oder irgendwie sowas. Irgendwie war nur für Flynn, glaube ich. Also, glaube ich. Ich bin mir langsam noch nicht mehr so sicher. Ich glaube, das hier war das. Ne, Elite-Maske war das. Muss ich jetzt echt nochmal hier ändern. Und ja, hier so eine Maske. Sieht auch aus, als wäre hier von diesem einen Charakter aus Tales of Destiny oder Destiny 2, keine Ahnung. Aber egal. Jetzt mal wieder die normalen Sachen ausrüsten hier. Nein, warte, warte nochmal. Warte nochmal. Blauschutzbrille, ne? Ja, gut. Alles klar. Lass mal sehen, wie der nächste Raum aussieht. Ich meine, jetzt kommt jetzt nicht noch mal irgendwie so weit, wo ich skippen kann, ne? Und hier ist wahrscheinlich auch kein Speicherpunkt. Doch, mein Gott, immer wenn ich denke, ich habe das Spiel herausgefunden,
Und immer wenn ich gerade am Aufnehmen bin, kommt das Spiel so, ne, ich blamier dich jetzt vor der gesamten Zuschauerschaft, vor deinen ganzen 3 Leuten, die sich das angucken. Oh Mann. Na gut. Mein Gott, ist das lang. Alter. Alter. Mann, war das lang. Ich wollte jetzt noch mal kurz die Karte hier zeigen, wie die aussehen könnte. So, okay, das ist schon ein bisschen nervig. Obwohl, ich muss einfach nur nach unten, dann links, oben, rechts. Ich glaube, die Karte hatte ich sogar schon mal. Also ist nicht so schwer. Ich sehe euch dann, wenn ich wieder was finde. Bis gleich. So, da ist schon mal die nächste Truhe. Diesmal eine Lichttruhe. Ich habe schon mal ein Zell angewählt und jetzt müssen wir da drauf gehen. Heilige Lanze. Da muss was Gutes drin sein. Eine Waffe wäre cool. Na komm. Kaiserliche Schwert Philatius. Okay. So bestimmt was für sie, ne? Obwohl kaiserliche Schwert, das klingt mehr was für Flint, ne? Gut. Wir sind nicht so weit vom Ausgang entfernt und warum sind auf einmal alle tot? Was ist hier auf einmal los? Warum sind die auf einmal alle tot? Alter, was ist hier gerade passiert? Okay, bin jetzt nicht so lustig. So, Rita. Was war das denn jetzt gerade? So, stirbt alle. Ich möchte jetzt nicht, dass das nochmal passiert. Das war ein bisschen gruselig. Leute. Was ist das? Okay. Was zum Henker? So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch nach unten und dann nach links, ne? Dann haben wir den Ausgang. Na, komm mal her. Jetzt mal schnell. Oh! Aber sag mir nicht, das sind die gegen Magie nicht anfällig sind. Hoffe ich gar nicht treffe. Ja, toll. Oh mein Gott. Einmal, ne? Die ganze Zeit laufe ich herum. Ich finde nicht solche Gegner, die irgendwie nicht anfällig gegen Magie sind, ne? Dann, wenn ich aufnehme, dann passiert es natürlich. Ja, ist gut, Rita. Gott verdammt. Alter. Ja, Julio ist schon wieder am Falken. Dafür, dass die so viel AP haben und so hohe Level sind, kriegen die ganz schön schnell auf die Fresse. Na, stirb, stirb, stirb. Boom. Gibt trotzdem immer noch fast jede zweite Ebene hier irgendwie ein Level ab, was ich nicht schlecht finde. So, links, ne? Links war das, glaube ich. Schon richtig sein. So. Au, was zum... Aber ja. Wenn ich dafür alles hier ein Schwert bekommen habe, dann lohnt sich das schon. Wir sind, glaube ich, in der 8. Ebene. Also brauche ich nur 2 Dinger hier machen. Dauert ganz schön lange hier. Durchzukommen, aber wenigstens können wir hin und her hier uns hinporten. Das ist auch schon mal gut. Vielleicht mal vor, ich muss das hier alles an ein Stück machen, ne? Wäre absoluter Albtraum. So. Aber ich bin auch wunderschön. Oh, Level up. Ja. Was stand da? Heilender Pfeil, ach so, ja, der hat ja eine andere Waffe. So, in der 9. sind wir jetzt. So, wie vorwenden hat ein Schwert für ja, Kaiserlich Schwert des Lichts Philatius. Deswegen braucht man dieses Schwert nur einen starken Willen, um jede Herausforderung zu meistern. Ja, wenn ich jetzt nicht schon Dings hätte, dann wären die sogar richtig gut. Die Waffen Teamwork haben alle gut mit 5 Sekunden lang super Rüstung. Da werden eines Überlebens ab und zu den Gegner cool.
immer wieder gut, wenn ich neue Sachen finde. Und so langsam fühlt sich ja als 98%, 92% bei den Monstern. Vielleicht können wir es sogar voll kriegen. Hoffentlich. Ich würde mich jedenfalls freuen. So, dann sehe ich euch, wenn ich wieder was finde. Oh, perfekt. Und ja, bis gleich also. Truhe, die schnappen wir uns. Blöd. Finster. Durch mache ich fertig, Truhe, pass auf. Problem ist, obwohl wir sind gerade Schärfe der Unendlichkeit, okay. Seno. Okay. Ich glaube, wir können auch direkt hier weitermachen. Ich meine, das ist noch Aua. Halbwegs. Au, entfernt, aber egal. Geh weg. Ich kann mal gerade zu mir runterspringen. Nicht mehr so ne. Wir sind auch schon im 10. Geschoss. In der 10. Etage meine ich. Alter. Also sind wir so gut wie fertig hier. Ich muss einmal nach oben die ganze Zeit laufen und dann links runter irgendwie sowas. Was glaube ich. Weiß nicht, was Scherbe der Unendlichkeit ist, aber warte, was? Wieso kann ich nicht da oben? Hä? Oh, super. Der Raum nochmal resettet. Warte mal, wenn ich nur oder bin ich oben rechts? Ich bin oben rechts dann, ne? Gott verdammt, ich hasse sowas. Oh Mann, ich hasse Labyrinthe. Ne, ist da nicht mal richtig ein Labyrinth eigentlich. Warte mal, ich kann, ich habe ich noch nicht. Sehe ich gerade? Stimmt, wir haben Repeat nicht dabei. Brunhilde in der Darkness. Wisch mache ich fertig. Oh Gott, die überlegen das noch. Ne, was ist das? Ich glaube, das war von Estelle, ne? Mein Gott, wir haben alle keine TP. Aber wenn gleich wieder ein Boss kommt, dann müsste ja gleich wieder ein Speicherpunkt kommen, ne? So kann ich denn nur nach. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Da war da noch mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt. Nicht gut. Wenn ich hier rausgehe. Habe ich dann immer noch den Gegenstand? Ja, ne? Ich will dann, wenn schon hier weitermachen, ne? Erfahrungspunkte und so. So. Dann gehen wir mal nach oben. Dann war da irgendwie. Ich dachte, war einfach nur so ein Quadrat oder so ein Rechteck, aber anscheinend war da doch noch was anderes. So eine kleine Lücke irgendwie am Boden. Geht weg von mich. Wir ballern die jetzt mal schnell weg. Das hier schnell erledigt ist. Oh Gott. Ich bin so ein ganz kleines bisschen verirrt. So ein Gefühl. Oh, ich mache nur einen Schaden gegen die. Oh. Ein Nerv für sowas. Die Kämpfe dauern trotz Teufelswaffen immer noch so lang, ey. Ist einfach nicht. Ich weiß, bis ich nach oben gehen können, ne? Weiter. Da müsste da irgendwo noch Schatzraum sein. Ob da jetzt wieder irgendwas drin ist, weiß ich natürlich nicht. Aber und wie ist der Ausgang? Okay, ich habe einen Schatzraum irgendwie verpasst. Super. Ich hoffe, da ist jetzt nichts drin, ne? Das muss ich hier noch mal extra durchrennen die ganze Zeit. Ach Gott. Super. Ja, rechts davon, rechts und oben ist einer sein. Aber ich konnte doch nicht nach oben gehen. Verstehe ich irgendwie nicht. Na, welche dann sehen, ne? Ich dann nachgucken, weil sonst müsste ich ja extra noch mal durch die ganze Ebene durchrennen, ne? Keine Ahnung. Die 10. Ebene, ne? Macht dann einfach, ich habe doch Zeit.
war sowieso noch Training, glaube ich. So, nicht anpassen. Aber ich hab nicht genug TP. So, okay. Ich habe einen Raum verpasst. Ich hoffe, da war jetzt nichts Wichtiges drin. So, wir müssen jetzt vor dem Bosskampf sein. Was passiert eigentlich, wenn ich zurückgehe? Von hier. Warte mal, lass mich erstmal speichern. Lass mich bitte erst einmal speichern und mich heilen und so, ne? Ja. Schon wieder so ein Teil. Also langweilig. So, ich speichere jetzt erstmal. Warte mal, was habe ich gerade noch mal bekommen? Schärfe der Unendlichkeit, das ist eine Waffe für Rita. Cool. Stimmt ja. Gibt's da auch noch. Magische Hochspannung. Oh, das ist ein bisschen doof. Okay, so, ich habe gespeichert. Was passiert jetzt, wenn ich hier nochmal zurückgehe? Dann müsste ich doch wieder ein Stockwerk nach oben, ne? Nur oder auch nicht. Okay, so viel dazu. Dann muss ich halt jetzt gegen den kämpfen. Da werde ich dann aber nachgucken, ne? Sonst müsste ich ja den ganzen Weg vielleicht umsonst irgendwie reinrennen. In der Hoffnung, da vielleicht irgendwas ist. Mein Sprecher ist da nichts. Ich gehe einfach mit dem Team. Wir mal schon schaffen. Bosse sind jetzt nicht so allzu schwer bisher. So, Odin. Okay. Hallo, Vater aller Götter. Na, 20. Ja, komm. Resistent. Wasser. Ja, du bist anfällig gegen Wasser. Perfekt. Lass mich mal kurz hier machen. Ja, das wird ein sehr einseitiger Kampf, habe ich so Gefühl, ja. Was ist das? Oh Gott, der kommt angestürmt. Und wir angestürmt kommen. Der ist eigentlich genau der gleiche, was wir am letzten Mal schon. Außer das vielleicht. Oh Gott. Was zum? Ich halte uns mal. Obwohl SL, wir haben nur SL, mache ich ja eigentlich. Okay, das war ein krasser Angriff. Macht das vielleicht bitte nicht nochmal. Okay. Oh Gott. Warum werde ich denn nur getroffen? Und zack. Und nochmal? Nee. Ich würde sagen. Wir haben schon ein bisschen mehr Angriff, aber trotzdem ist eigentlich immer noch der gleiche Kampf, zu meiner Meinung nach. Aber es wird hier. Gott, zum Glück werde ich vergeilt. Ah, auf damit. Okay. Ja, dauert ein bisschen, aber schaffen wir. Moment, nur ich getroffen. Weil ich jetzt noch wissen, wo die ganzen Angriffe hier sind, ne? Er hat schon ein paar nicht sehr nette Sachen drauf, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, ich einfach, der trifft mich sogar noch in der Entfernung. Und zack. Ha. Ja, ich bin betäubt. Endgültiger Ex-Springer. Oh, wenn man weit genug weg ist, dann trifft er einen gar nicht. Cool. Dann kann ich einfach von hier aus schießen. Geh weg. Ich komm einfach näher für einen tödlichen Treffer. Und dann habe ich... Also meine beiden Magier sind voll in Sicherheit. Voll einfach dann. Na, sehr gut. Der trifft dann gar nicht. Okay, damit trifft er aber wahrscheinlich. So kann ich von überall aus feuern, ne?
Boom. Ah. Oh, ist mir die TP ausgegangen. Ja, voll einfach. Ey. Ja. Ich hoffe, die kommen noch einige andere Bosse oder so Cameo-Bosse oder was weiß ich irgendwie was. Also sonst ist das ganz schön langweilig. Alter, war gut. Und du bist weg. 30.000 Erfahrungspunkte. Weiß nicht so dolle. So, und jetzt können wir uns hier hin teleportieren. Cool, ne? Alles klar. Weiß ich nicht. Sollen wir mal wieder nachgucken, wie stark die Gegner hier sind. Hm. Ja, gucken wir mal. Man kann ja jederzeit flüchten. Verhängnis. Da geht es als nächstes hin. Wir tun schon mal gucken, wenn die Gegner ein paar Levelsprünge gemacht haben, gehen wir hier raus. Wenn nicht, dann mache ich hier direkt weiter, aber nicht mehr in diesem Part. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt alles ist, was ich hier aufgenommen habe. Aber ich werde da wahrscheinlich alles in einem Part reinpacken. Und weil nicht, ich muss noch mal durch das eine Dinge hier durch die 10. Ebene, einfach nur um zu gucken, was da oben rechts im Schatzraum war. Oder ich gucke dann einfach nach, mir ein bisschen Zeit zu ersparen, weil das dauert ganz schön lange hier durchzurennen. Das ist schon eine ganz schöne zeitaufwendige. Oh Gott, ja, dafür muss ich mir einen Screenshot machen. So. Haben wir jetzt hier mal neue Gegner, stärkere Gegner. Mittlere Killergurke. Okay, 150, okay. Habe ich mir schon gedacht, irgendwann kommt bestimmt hier so ein riesiger Levelsprung, ne? Das, ich kann hier erstmal rausgehen wahrscheinlich, ne? Ja, sieht so aus. Dann werde ich wahrscheinlich im Kolosseum erstmal hochleveln. Und ich werde einfach noch mal die 10. Ebene gleich machen. Ich werde Training brauche ich so oder so, also ja, warum nicht, ne? Dann nehme ich auch die ganzen Abkürzungen dieses Mal und ja, dann wird das ja wohl schneller gehen. Gut, in dem Sinne sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns im Verhängnis hier dran machen. Mit wahrscheinlich ein bisschen höhere Level. Vielleicht werde ich dann auch Level 150 sein. Vielleicht werde ich dann auch endlich mal das Kolosseum hier abgeschlossen haben, solomäßig. Und ja, mal schauen. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, habe ich das, ich glaube, ich habe da gerade schon gesagt, ne? Egal. Sag ich noch mal halt. Ihr lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, ne? Das wird den Kanal sehr weiterhelfen. Dankeschön. Tschüss. Und so.